zur nächsten Sparte. Die Kinderbücher. Zwischen Geschwistern, neuen Freunden und alten Feinden entspinnen sich die Geschichten und Gedichte in den nominierten Kinderbüchern. Mein Mikro ist an. Lyrik-Comics. Gedichte, Bilder, Klänge für Kinder in den besten Jahren. Dieses innovative Gesamtkunstwerk macht spielerisch Lust auf Lyrik zum Anfassen und Erleben. Freibad, ein ganzer Sommer unter dem Himmel. Jeden Tag ins Freibad, einen ganzen Sommer lang. Die Besonderheit dieses warmherzigen Kinderbuchs ist die Darstellung der Familie. Ein Bruder zu viel. Der fein gesponnene psychologische Kinderroman erhält durch die in kräftigem Blau und Gelb gehaltenen Scherenschnitte eine besondere emotionale Tiefe. Froscia furchtlos oder von sprechenden Hühnern und verschwindenden Häusern. Eine Geschichte voller skurriler Ideen, selbstbewusster Kinder und verrückter Verwicklungen. Die beste Bahn meines Lebens. Dieses Debüt erzählt glaubwürdig und mit wechselnden Perspektiven von der ersten Liebe, der Kunst, sich selbst anzunehmen und für Fehler einzustehen. Ich bin Vincent und ich habe keine Angst. Vincent wird von seinen Mitschülern gequält, weshalb er der bevorstehenden Klassenreise mit Grauen entgegensieht. Das sind die nominierten Kinderbücher im Jahrgang 2020. Und das sind die Nominierten. Und ich gucke ja eh gerne in Fenster, wenn es dunkel ist und die leuchten. Und das kann man ja in Zoom schalten auch. Man sieht, wie die Menschen zu Hause sitzen und lernt sie gleich noch mal besser kennen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich zugeschaltet haben, die Nominierten. Hallo. Na dann, Frau Ministerin, bitte ich Sie. Ja, ich kann mir nur Ihre Aufregung vorstellen, die Sie gerade haben. Und eigentlich würde ich Ihnen am liebsten allen die Momo überreichen direkt und Ihnen ja auch herzliche Glückwünsche sagen zu Ihren wunderbaren Büchern. Wenn man hört, wie hier beschrieben wird, worum es geht, dann hat man gleich Lust, auch weiterzulesen und einzutauchen. Und insofern sind Sie alle Gewinnerinnen und Gewinner. Und ich darf jetzt aber trotzdem ein Buch ganz besonders hier ehren und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis 2020 auszeichnen. Und der Deutsche Jugendliteraturpreis 2020 geht an das Kinderbuch Freibad, ein ganzer Sommer unter dem Himmel, erschienen im Peter Hammer Verlag. Und das ist Will Gmeling, der das Buch geschrieben hat, Freibad, ein ganzer Sommer unter dem Himmel. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Können Sie mich verstehen? Ja, sehr gut. Hallo? Wunderbar. Dankeschön. Ja. Sie beschreiben in diesem Buch einen Sommer von Kindern, von drei Geschwistern, die in einer ärmeren Familie leben. Und Sie beschreiben das so warm und konkret, aber auch mit der nötigen Luft. Woher wissen Sie das alles so genau? Oh, das ist eine gute Frage. Also ich bin selber nicht in reichen Verhältnissen aufgewachsen. Wir waren viele Geschwister, fünf. Und wir sind immer stramm ins Freibad und das tue ich auch jetzt noch. Also ich bin ein Freibad-Spezialist und ja, daher weiß ich das genau. Die Kinder, über die Sie schreiben, die mussten diese Sommerfreikarte, die sie haben fürs Freibad, geschenkt bekommen. Sonst hätten sie sich das auch nicht leisten können. Hier sitzt ja die Familienministerin. Genau, genau, genau. Was wünschen Sie sich denn von der Politik für Kinder aus armen Familien? Also ich wünsche mir zuallererst, dass die Lesekompetenz gefördert wird. Das ist das Anliegen aller Kinderbuchautoren, in deren Namen ich hier spreche. Lesekompetenz muss gefördert werden und
wenn die Eintrittskarte fürs Freibad noch günstiger werden könnte, das wäre wunderbar. Also Lesekompetenz und billigerer Eintritt ins Freibad. Danke, Wilk Mehling. Bleiben Sie bei uns. Ich möchte Jan Starnke dazu hören. Ja. Ein Sommer im Freibad, das ist eigentlich eher also gewöhnlich. Das ist jetzt nicht eine ganz exotische Geschichte. Was macht dieses Preisbuch für die Jury trotzdem so einzigartig? Es ist gerade der Blick für das Alltägliche, das die große Stärke dieses Buches ausmacht. Denn die Herausforderung an das Kindsein in unserer Gesellschaft bekommt in diesem Roman einfach sehr viel Raum. Das Freibad wird zum Mikrokosmos, zum gesellschaftlichen Mikrokosmos eines Sommers. Und Wilk Mehling erzählt einfühlsam, mit viel Humor, aber nie belehrend über diese drei Geschwister und ihre Eltern, die sich finanziell nicht viel leisten können, die in diesem Freibad aber eigentlich alles haben, was sie zum Glücklichsein brauchen. Und in der Jury waren wir uns einig, dass wir ein so glaubwürdiges und positives Familienbild in der Kinderliteratur lange nicht gelesen haben. Danke Jan Starnke, danke Wilk Mehling. Bleiben Sie dabei, auch bis zum Ende. Und wir kommen hier zur nächsten Sparte. Das ist das Jugendbuch.